So, ja, hier ist Sebastian von 48.1. Wir sind gerade am alten Güterbahnhof. Gerade fängt die Aktion Don't Repeat History an. Der Text wird gerade erklärt, der Song wurde das erste Mal gespielt. Und wir werden euch jetzt mal ein paar Impressionen davon zeigen, wie es so aussah und um was es ging. Bis dann. Die Aktion ist vorbei, zumindest das Singen. Ich stehe hier gerade mit Lush, dem Sänger von Scrotem. Und bist du zufrieden, wie es gelaufen ist? Ja, ich finde es fantastisch, wie es gelaufen ist. Ne? Wir wussten von vornherein nicht, wer kommt, wie viele kommen, keine Ahnung. Aber ich finde das super, dass es so großen Anklang gefunden hat und alle so begeistert mitgemacht haben. Und ja, Riesenerfolg, auf jeden Fall. Okay, für Leute, die vielleicht sowas auch mal in Zukunft planen, ein paar Tipps, wie habt ihr es angegangen? Werbung, Technik oder so? Also eine Menge ist über Facebook gelaufen. Ja, wir haben einfach versucht, so viele Leute wie möglich dazu zu bringen, das zu teilen. Und wir haben ja im Prinzip nicht besonders viel Promo gemacht, wenn man es mal überlegt. Also da geht mehr, ne? Aber wir haben 500 Flyer gedruckt, die überall verteilt. Haben halt viel Hände geschüttelt, viel Persönliches vorgestellt bei den Leuten und unser Anliegen geschildert. Und ich denke, das ist ein guter Weg, um das zu machen. Hoffe ich. Okay, klingt doch gar nicht so schwierig. Also, wenn ihr sowas in Zukunft auch mal vorhabt, Hilfe wird immer gebraucht. Und es war lustig, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen Geld zusammen, damit sich die Aktion auch nicht nur für euer Album gelohnt hat, sondern auch für den zweiten Zweck. Und ich würde sagen, damit sind wir raus.